Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir Vollkornbrötchen mit Übernachtgare. Zum Jahresstart wollen wir uns gesund ernähren, also nicht nur zum Jahresstart, aber jetzt sind die Vorsätze sicher noch gefestigt und die wollt ihr durchziehen. Darum starten wir ganz easy mit Vollkornbrötchen mit einer Übernachtgare. Was heißt das? Wir bereiten uns den Teig am Vortag vor, formen das Ganze in den Kühlschrank und am Backtag nur noch backen und du hast perfekte Vollkornbrötchen. Machen wir das so und ich starte mit einem Kochstück. 180 Gramm Wasser in einen Kochtopf und 50 Gramm feines Weizenvollkornmehl. Du kannst ja auch Dinkel verwenden. Das Kochstück hilft, dass die Brötchen noch saftiger sind. Vollkorn neigt gerne zum Trockenbacken. Das Ganze aufkochen auf dem Kochherd unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Die Stärke verkleistert, das Ganze wird dann fest und die Stärke kann hier dann beim Backen weniger verkleistern und wir haben saftigere Brote. Das ist das Prinzip eines Kochstücks wie auch Brühstück. Jetzt wird das Ganze schön fest. Einfach weiter rühren, bis alle Flüssigkeit weg ist und so wie ein Teig entsteht. So sieht das Ganze aus. Kommt in eine frische Schüssel und in den Kühlschrank. Ich höre immer wieder von euch, uff. Vorstufe muss ich vorbereiten, dann wieder auskühlen lassen. Das Einfachste, was du machen kannst, ist das Teil hier in den Tiefkühler zu geben und du kannst in 15-20 Minuten weitermachen. Das machen wir heute auch, um dir das Ganze zu beweisen. Kochstück ist nach 15 Minuten ausgekühlt, gebe ich direkt in die Küchenmaschine rein. 450 Gramm Weizen-Vollkornmehl, auch fein gemahlenes. 280 Gramm Wasser, optional 30-40 Gramm Sauerteig, 20 Gramm Olivenöl, 5 Gramm Frischhefe, falls du keinen Sauerteig hast, 7 Gramm dazugeben, 10 Gramm Salz und 10 Gramm Honig. Jetzt noch zur Erklärung, es gibt verschiedene Ansätze bei den Brötchen, das zeige ich dir hier. Entweder wenn der Teig fester ist, dann hast du eher diese Form, so rundlich. Wenn der Teig weicher ist, ist es eher das hier. Ich mache den Teig bei mir eher weicher, die sind dann eher flacher, schießen nicht so ganz rund in die Höhe rauf. Warum mache ich das so? Die Brötchen sind meines Empfindens saftiger und die Krumenstruktur etwas unregelmäßiger, lockerer. Das andere, wenn der Teig fester ist, kannst du das natürlich auch machen, 10-20% vom Wasser zurückhalten, dann hast du das gleiche Resultat. Sie gehen schöner in die Höhe rauf, sind aber eben kompakter und trocknen etwas mehr aus bei dieser Rezeptur. Aber generell würde ich dir empfehlen, mal 10% vom Wasser zurückzuhalten, denn jedes Mehl ist halt auch wieder anders, nicht dass der Teig dann viel zu weich wird. Aber das ist der Unterschied von den Festigkeiten des Teiges. Nach 10 Minuten Knetzeit ist der Teig schön fertig. Der hat eine schöne Konsistenz, aber wie gesagt, ist auf der weicheren Seite. Nicht so weich, dass es ihn gar nicht mehr vom Kübelrand löst, aber halt so, ja, so eher weich, schwierig zu erklären. Aber ich hoffe, du hast es gesehen im Kübel. Und der wird nach 30 Minuten einmal gedehnt und gefaltet, hier in der Box für eine Stunde aufgehen lassen und eben nach 30 Minuten dehnen und falten. Der Teig ist ready, auf den Tisch nehmen, jetzt wird er portioniert. Ich mache jetzt hier Stücke zu je 100 Gramm, kannst du aber selber entscheiden, wie schwer du die machen möchtest. Die Oberfläche ins Mehl und rumformen. Jetzt werden die noch oben nass gemacht und in einer Saatenmischung gewendet. Kannst du auch weglassen, wenn du möchtest. Du kannst sie anstreichen oder einfach hier mit einem Wassersprüher ansprühen. Das geht natürlich auch. Und dann schön in der Saatenmischung wenden. Bei Vollkorn ist das Problem, die Stabilität ist ja nicht so wie bei hellem Weizenmehl. Wenn wir jetzt die so gehen lassen über Nacht, dann laufen die breit, dann hast du wirklich sehr flache Brötchen. Da gibt es aber einen Trick. Ich habe hier eine Muffinsform, ein Teigtuch
Und diese Brötchen lege ich jetzt einfach mit der Saatenmischung umgedreht in diese Mulden rein. So wie ein kleiner Gärkorb. Einfach hier reinlegen in diese Mulden und dann laufen die nicht in die Breite. Das ist ein cooler Trick, denn bei Vollkorn ist es eigentlich besser, eine lange Stockgare, also wenn der Teig noch ganz ist, zu machen und die Stückgare eher kurz. Wenn wir jetzt hier aber die Brötchen direkt in den Ofen schieben wollen, geht das nicht. Darum ist das ein cooler Trick. Zusätzlich kann ich die noch super gut gehen lassen, natürlich nicht, dass sie zusammenfallen, aber richtig ans Limit gehen, dann haben wir das perfekte Volumen. Denn lange Stückgare bei Vollkorn gibt auch nicht mehr so einen extremen Ofentrieb. Darum Stückgare richtig auf dem Punkt, fast schon am Limit zur Übernachtgare. Aber jetzt erstmal in den Kühlschrank stellen. Nach 12 Stunden im Kühlschrank sind die Brötchen schön gegärt. Die nehme ich jetzt zur Mulde raus und lege sie auf ein Backblech. Backblech ist gefettet, Ofen ist vorgeheizt, schön hinlegen. Ab in den Ofen damit. Der Ofen ist auf 230 Grad vorgeheizt. Hier einlegen. Dann mit dem Dampferzeuger bedampfen. Rauf und heben, damit Wasser in den Ofen fließt. Nach 10 bis 15 Minuten den Dampf ablassen. Wunderbare Form. Temperatur habe ich auf 220 Grad gesenkt. Und jetzt nochmal für 10 Minuten nachbacken. Nach 20 Minuten ungefähr kommen die Brötchen zum Ofen raus. Wunderbar sehen sie aus. Tipptopp. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wunderschön. Ein bisschen auskühlen lassen, dann reinbeißen. Jetzt wird probiert. Und was hier gut zu sehen ist, trotz Vollkorn ist es wenig in die Breite gelaufen. Klar, wegen dem weichen Teig haben wir nicht die runde Form, das habe ich erklärt. Aber die Form ist schön stabil. Wunderbar. Knusprige Brötchen mit wattigem Innenleben und die Krume ist schön feucht und elastisch, nicht trocken. Das wäre schade, bei Vollkorn ist sie manchmal zu trocken und so haben wir jetzt eine schön saftige Krumstruktur. Schöne Fermentationsnote, leicht getreidige Note und natürlich nussige Aromen von der Oberfläche. Leckeres, saftiges Brötchen. Wären alle Vollkornbrötchen so, würden sicher mehr Leute Vollkorn essen. Ist natürlich super gesund. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel.